Grenzen. Wie bei jedem anderen Wort erscheinen sofort Bilder in unseren Köpfen. Assoziationen, die uns helfen, Dinge zu begreifen, sie uns zu merken. Aber diese Assoziationen können sich auch verändern. Ich glaube, dass seit dem letzten Jahr signifikant andere Bilder vor unserem geistigen Auge auftauchen, wenn wir das Wort Grenzen hören. Vorher war das Wort nicht wirklich wichtig. Wir haben es wahrscheinlich gar nicht so oft gehört. Jetzt kann man kaum eine Seite der Zeitung aufschlagen oder die Nachrichten hören, ohne über das Wort zu stolpern. Grenzen. Grenzüberschreitung. Grenzkontrollen. Dichtmachung der Grenzen. Grenzzäune. Dies sind alles Wörter mit einem bitteren Nachgeschmack. Aber ich will nicht nur auf Grenzen im geografischen Sinn hinweisen, sondern auf Grenzen im Sinne von, wo sind die Grenzen unserer Menschlichkeit? Und zwar in außergewöhnlichen Situationen und in unserem ganz normalen Alltag. Was macht unsere Menschlichkeit aus? Macht unsere Menschlichkeit uns aus? Für mich sind ein besonders wichtiger Aspekt der Menschlichkeit Gefühle. Wir sind menschlich, wenn wir uns verlieben, wenn wir Schmerz fühlen und trauern oder einfach nur glücklich sind. Wir sind menschlich, wenn wir lachen, wenn wir uns für etwas einsetzen, das uns am Herzen liegt. Wir sind menschlich, wenn wir hassen. Es kann aber auch sein, dass gerade dieser Aspekt uns zu unmenschlichen Mitteln greifen lässt. Ich will ein Beispiel nennen. Wenn die Familie eines Mannes bedroht wird und der Mann den Angreifer umbringt und wir erfahren später, dass der Angreifer ebenfalls eine Familie hatte, ist dann der erste Mann menschlich, weil er sich gewehrt und seine Familie beschützt hat, oder ist er unmenschlich, weil er zwei kleinen Kindern den Vater geraubt hat? Im Grunde haben beide Männer ihre Familien verteidigt, denn der erste verteidigte sich gegen einen Angreifer und der zweite hatte vor, die Familie auszurauben, nicht ihnen etwas anzutun. Er hatte keinen Ausweg mehr gesehen, um seine Familie anders zu ernähren. Er beschützte sie vor dem Hungertod. Hätten nicht beide Männer eine andere Lösung finden können? Das Thema ist, wie so vieles im Leben, nicht einfach schwarz und weiß. Jede Situation ist unterschiedlich, muss anders behandelt werden, weil auch die Menschen sich niemals komplett gleichen. Vielleicht endet unsere Menschlichkeit nicht unbedingt dort, wo die Unmenschlichkeit anfängt, weil es immer zwei Seiten gibt, Dinge zu betrachten. Aber man sollte sich immer im Klaren darüber sein, auf welche der beiden Seiten man steht. Natürlich gibt es auch viel banalere Beispiele. Stellt euch vor, ihr geht durch eine Stadt. Euer Blick fällt auf die Gebäude dort. Ihr erblickt das Schöne, wie die Sonne, die durch einen Park scheint. Aber auch das Hässliche, wie den Dreck, der auf den Straßen liegt. Ihr nehmt die Menschen wahr. Ihr seht die Bettler. Noch ein Wort, das viele Assoziationen hervorruft. Ist es unmenschlich von uns, an diesen Menschen, die gar nichts haben, einfach vorbeizugehen? Liegen bereits dort die Grenzen unserer Menschlichkeit? Natürlich kann man nicht jedem Bettler etwas von seinem Geld geben, denn irgendwann hätte man selbst gar nichts mehr. Aber vielleicht sollten wir uns öfter Gedanken darüber machen, wie man die ganze Situation verbessern könnte. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal nicht einfach nur vorbeigehen, uns für ein paar Augenblicke schlecht fühlen und dann alles wieder vergessen. Auch in Schulen oder in der Arbeit, also in unserem täglichen Leben, wird unsere Menschlichkeit auf die Probe gestellt. Mobbing. Gerade in unserem Alter ist Mobbing sehr präsent. Man kann dem Thema gar nicht ausweichen. Wer von uns hat nicht schon unzählige Vorträge darüber gehört? Deshalb möchte ich darauf hinweisen, dass Mobbing genau genommen eine Verletzung der Menschenrechte darstellt. Das heißt, dass dabei nicht nur die Grenzen unserer Menschlichkeit und Moral, sondern auch geschriebene Gesetze verletzt werden. Warum werden manche Leute überhaupt gemobbt? Auf diese Frage gibt es unzählige Antworten. Die Mobber besitzen im Grunde ein geringes Selbstwertgefühl und wollen sich selbst damit besser fühlen. Sie wollen sich überlegen fühlen. Sie haben beim Mobbing nur mitgemacht, damit sie bei einer bestimmten Clique dabei sein dürfen. Für mich sind das alles nur Ausreden, die die Grausamkeiten dieser Menschen verharmlosen sollen. Aber es gibt für diese Art der seelischen Verletzung keine Beschönigung. Es sollte diese Antworten gar nicht geben, weil es sich nicht entschuldigen lässt. Trotzdem stelle ich wieder dieselbe Frage.
Sind die Mobber in ihrem Tun nicht auch menschlich, weil sie selbst anscheinend vor etwas Angst haben? Was ist außerdem mit den Menschen, die bei so etwas nur zusehen und nichts dagegen machen? Sind sie nicht genauso unmenschlich wie die Mobber selbst? Oder sind sie menschlich, weil sie Angst haben, dass ihnen das Gleiche passiert? Dies sind Fragen, die jeder für sich selbst beantworten muss. Dabei wollen wir vielleicht gar nicht darüber nachdenken, weil wir über etwas in unserer Persönlichkeit stolpern könnten, das uns nicht gefällt. Aber es sind Fragen, die gestellt werden müssen. Sie verdienen es, dass man Antworten darauf findet. Am Ende des Tages muss man mit sich selbst und seinen Entscheidungen leben. Man sollte sich selbst immer kritisch betrachten und niemals damit aufhören, sich selbst in Frage zu stellen. Alles, was man tut, hat Konsequenzen. Wie könnten wir erwarten, gerecht behandelt zu werden, wenn wir uns selbst über jegliche Grenzen hinwegsetzen? Ein weiteres Thema, das zu der Frage um unsere Menschlichkeit gehört, sind die Menschenrechte. Man sollte Menschenrechte bekommen, sobald man geboren wird. Sie sind universal. Dabei ist es vollkommen egal, wo und von wem man geboren wird. Es ist gleichgültig, wer man ist und wer man einmal sein wird. Es ist nicht wichtig, welchem Geschlecht man angehört, weder zu dem Zeitpunkt, an dem man geboren wird, noch zu dem Zeitpunkt, an dem man es vielleicht gerne ändern möchte. Man besitzt Menschenrechte. Laut ihnen darf man nicht gefoltert werden. Man darf nicht aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen werden. Man darf seiner Freiheit nicht beraubt werden. Warum war es aber überhaupt nötig, dass diese Gesetze niedergeschrieben wurden? Sollten wir nicht eigentlich auch ohne an das Gesetz gebunden zu sein nach diesen Regeln handeln? Was macht unsere Menschlichkeit aus? Macht unsere Menschlichkeit uns aus? Gefühle, die Fähigkeit zu lieben, Empathie zu empfinden, anderen zu helfen, Erinnerungen zu haben und sie teilen zu wollen, die Notwendigkeit, ein Ziel zu haben und es erreichen zu wollen, der Wunsch, die Welt zu verändern und im Gedächtnis zu bleiben. Das macht für mich Menschlichkeit aus. Und diese Menschlichkeit macht uns aus.